glaube, der Fachkräftemangel muss vor allem auch dadurch gelöst werden, dass wir ungehobene Potenziale in unserem eigenen nationalen Arbeitsmarkt aktivieren. Wir haben hier noch einige, die qualifiziert werden können, qualifiziert werden müssen. Das müssen wir nutzen. Wir brauchen aber auch qualifizierte Zuwanderung. Dafür müssen die Bedingungen deutlich besser werden. Auch in der Frage, wie arbeiten eigentlich unsere Auslandsvertretungen? Verstehen die sich als Abwehrbehörde oder als Einwanderungsbehörde? Dazu machen wir konkrete Vorschläge. Wir werden den Fachkräftemangel aber nicht dadurch lösen, dass wir Asylmigration ungesteuert mit Fachkräftemigration in einen Topf werfen. Beides muss man trennen. Wir müssen unterscheiden zwischen denen, die unseren Schutz brauchen und denen, die wir brauchen.